Good, better, best. Good, better, best. Never, never rest. Never, never rest. Till the good is better. Till the good is better. And the better is best. And the better is best. Rangers on two. One, two. Rangers! Das ist München Rangers TV. Präsentiert von Jones Case Original American Diner. Münchens Adresse für die großen Spiele. Die amerikanischen Burger und saftigen Sandwiches sowie die leckeren Drinks sind aber nicht nur was für Football-Fans. Kommen Sie vorbei. Jones Case Original American Diner in der Karlsstraße 56. Erlebt der große Traum der München Rangers. Die American Footballer dürfen weiter auf den Aufstieg in die German Football League 2 hoffen. Im Regionalliga-Heimspiel gegen die Feldkirchen Lions traten die Rangers ohne den verletzten Quarterback Julian Zettel an. Auf dem Platz erwischten Münchens Footballer eine kalte Dusche. München verliert den Ball im Vorwärtsgang. Feldkirchens Daniel Käsbauer schnappt sich das Ei und läuft locker in die Endzone. Damit hatten die Rangers nicht gerechnet. Der Tabellenvorletzte aus Feldkirchen lag plötzlich mit 6:0 vorne. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Den Kickoff trugen die Rangers direkt weit zurück. Jetzt war München im Spiel. Sebastian Kramer pflückte das Ei gekonnt aus der Luft. Und dann das. Quarterback Jonathan Pengelly sieht Luke Klima. Und der macht das, was er am besten kann. Bälle fangen und Punkte erzielen. Kurz darauf bewies Michael Hall, dass er nicht nur hart zupacken kann, sondern auch Gefühl in seinem Fuß hat. Per Field Goal erhöhte er die Führung auf 10:6. Immer noch das erste Viertel. Es ist wieder Pengelly Time. Der Spielmacher mit einem Sahnepass auf Luke Klima. Diese Kombination war für die Lions nicht zu kontrollieren. 17:6. Die Kräfteverhältnisse im Dante-Stadion waren wieder zurechtgerückt. Das zweite Viertel beginnt mit einem super Spielzug, den Sabah Charr fast in die Endzone bringt. Und jetzt war es Zeit für die große Michael Hall Show. Der erste Touchdown war für den US-Amerikaner ein Kinderspiel. Schneller Snap, kurzer Lauf durch die Mitte, 24:6. Sowas macht Hall mit links. Wenig später taucht dann Hall wieder auf. Der Mann war einfach nicht zu halten. Pengelly übergibt den Ball und aus fast 70 Yards rennt Hall Richtung Endzone. Niemand konnte ihn stoppen. Den Extrakick versenkte er dann gleich auch noch. 31:6 Rangers. Es bahnte sich ein Blowout an. Erst recht, als Hall kurz darauf, jetzt in der Defense, den Lions den Ball klaute und in die Endzone zurücktrug. Die zweite Halbzeit. Geht bei den Lions nochmal was? Ja, sagte Quarterback Jari Kopersky und bediente Marius Lix mit einem Touchdown-Pass. Das ist Lex. Hey, die Story ist Focus. Okay, wir sind gerade so ein bisschen sloppy Schlafmodus, okay? Da kommen wir jetzt raus und den nächsten Drive scoren wir, okay? Let's go, let's go, let's go. Wieder schön reagiert. Focus on two, one, two. Focus! Die Rangers wollten sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und machten auch wieder ernst. 45:13. Der Endstand. Gegen diese Rangers gab es für Feldkirchen nichts zu holen. München ist mit 5 Siegen und 3 Niederlagen auf einem guten Kurs, Platz 2 zu erobern. Du hast heute 2 Touchdown-Pässe gefangen. Offensiv, da hat richtig gelaufen bei euch, oder? Ja, also heute war alles in Ordnung. Wir haben jetzt einen Ersatz-Quarterback, Johnny Pengelly, mit dem spiele ich schon seit 5 Jahren zusammen. Wir haben eine wunderbare Chemie zusammen. Dazu kam auch das Stückchen Glück, das immer dabei sein muss. Ich habe mich durchgesetzt. Das konnten auch die Touchdowns von den anderen gewesen sein. Das Wichtige ist, dass wir zusammen gewonnen haben, mit einem deutlichen Unterschied. Und auch andere Jungs konnten die Spielzeit haben. Wie schwer war es für dich heute als Quarterback mit der Rangers Defense da fertig zu werden? Das Problem war ein bisschen unsere Protection in der Offense. Die Defense hatte ihre Lücken, die hätte ich auch gefunden. Aber wie gesagt, die Protection bei der O-Line fängt es an. Und wenn die haben nur teilweise gehalten, hat man gesehen, da haben wir Plays gemacht. Aber sonst nicht so, sieht man leider auch am Score. Die Freude von Rangers-Trainer Frank Groß über den Kantersieg war groß.
51 Punkte, das klingt wirklich nach einem Offensivspektakel, aber auch die Defensive stand heute gut, also das darf man wahrscheinlich nicht vergessen. Ja, also an dieser Stelle möchte ich auch mal Props an unseren Defense-Coordinator, den Coach Jules, geben und an den D-Line-Coach, Coach Eugen, weil die haben unsere Defense wirklich top aufgestellt und das sieht man auch in den letzten Games, auch gegen Ingolstadt und so weiter, auf unsere Defense ist wirklich Verlass und sowas liebt ein Offense-Coordinator, dann sind auch mal ein paar blöde Calls, die ich gebe, nicht so ausschlaggebend von der Offense. Ja. Aus dem Dante-Stadion, Christopher Melzer, München Rangers TV.